Guten Morgen. Auf und los. Nein, Papa. Er mag dich. Er mag dich. Mag nicht. Und Tommy wieder meldet aus Tüten, also wie jeden Morgen. Papa. Ja. Liebe Leute, ich bin im Laden. Heute um 20 Uhr kommt der Jan vorbei und der will nämlich mal Probeschnitt machen. Ich will euch mal zeigen, wie er das schneidet, den täglichen Vlog. Und da müssen wir mal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Dementsprechend kommt das Video eventuell ein bisschen später. Muss man mal schauen. Ja. Wenn es was zu sagen gibt, komme ich wieder runter. Also eben so, gemachte Aufnahmen sind scheiße. Das ist halt doof. Das ist spontan. Deswegen läuft die Kamera die ganze Zeit durch und fängt natürlich die entsprechenden Situationen ein. Wenn ich jedes Mal Start und Stopp drücke, ja, dann habe ich ja vor, etwas aufzunehmen. Dann ist es eine andere Aufnahme. Das ist nicht das, als wenn es authentisch gerade nebenbei passiert. So, ihr macht Quatschen, das ist scheiße. Da müsste man so ein kleines Drehbuch anlegen und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir einfach auch zu viel Arbeit. Bei 12, 13, gestern 14 Stunden, jeden Tag sozusagen. Das reicht doch, ne? Und danach eben noch schneiden und danach noch Bestellungen machen für den Laden. Danach noch die Abrechnung machen für den Laden. Ich bin mit 16 bis 17 Stunden pro Tag ungefähr mit dem Laden beschäftigt. Da kann ich mir das nicht erlauben, noch irgendwie Drehbücher zu schreiben für den Tag. Deswegen mache ich das so, spontan. Und neuer Sattelruf. Probleme. So. Folgendermaßen sieht es aus. Jetzt habe ich hier dieses Kinderrad am Wickel. Und diese Schrauben hier sind mit Inbus. Inbus aber eben nicht deutsches Maß, sondern so ein Zwischenmaß. Also da könnte ich ja abkürzen, ey, wer macht denn sowas? So ein Halbmaß, Halbmillimetermaß. Das kostet alle Zeit. Die kommen natürlich nicht mehr rein. So, hallo. Da ist er wieder. Jetzt zeige ich den Kettenschutz ab. Jetzt gucke ich mal, ob ich sowas da habe. Zum passenden in der Größe, in dem Durchmesser. Und ja. Was denn jetzt? Träumt mich heute ja nicht vernünftig aufzunehmen. Ganz normal, wie ich sonst immer mache, weil. Das ist doch scheiße. Das ist doch auch Müll. Das geht so nicht. Aber sie hintereinander weg aufnehmen und gut. Machen wir anders. Alles ja, das ist mein Problem. So, gut. Meine Frau ist da. Oh Mann, und durch Zufall ist die Kamera gerade an. Na, sowas. Das stresst mir ja jetzt schon mit den Aufnahmen. Keine Auswahl. Deluxe-Edition, Dankeschön. 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 Bitteschön. Das ist für dich. Guten Abend, ja, Gott sei Dank. Danke. Quasi fast schon verpackt. Glüdrig hier. Aber die hat ja gar nicht so ein bisschen Husten, aber ich weiß, dass sie einen Hutschlag oder so gekriegt hat gestern. Er war ja auch schlecht über Nacht und so. Ja, muss ich ins Krankenhaus. Später. So, wir haben gekürzt hier. Jetzt muss ich ein Loch bohren. Man kommt ja eigentlich zum Reparieren am Samstag. Ja, wunderbar, es passt. Ah, und schon fertig, Fahrer? Ah, jetzt hör auf, ey! Das kann nicht wahr sein. Ich komme hier überhaupt nicht weiter, bitte. Das ist ja noch schon. Also ich komme ja nicht mal vom Fleck. Ja. Verkaufst du auch Sachen, so kleine Drahtdinger und sowas? Was für Dinger? Nee, boah, ich setze gerade mein altes Fahrrad, damit ich wenigstens irgendwas zum Fahrrad im Stand. Und ich brauche so einen, weißt du, so diesen kleinen Draht, der die hinten die Bremse spannt. Weißt du, was ich meine?
ach Mensch, das ist schon der zweite jetzt. Die Dinger werden nicht mehr gebaut. Also wenn das ein Draht ist, der links und rechts genau gleich aussieht. Nee, der ist links hat er so einen kleinen Püpf, weißt du, so zum Reinhängen. Ja, und auf der anderen Seite kannst du so durchziehen. So dass eine Hülse. Ja, genau. Ja, das habe ich noch irgendwie da. Aber die anderen Sachen werden dann nicht mehr gebaut. Achso. Oh Mensch, das ist eine Idee. Ha! Eine Suppe. Sie sah super, super, super. Pepperoni, wunderbar, lecker. Also nochmal Suppe. Pepperoni. Nochmal Suppe. Ja. Ich habe den Jam mitgebracht vom Schmidtkauf. Das ist sehr nett von ihm. Tut richtig gut. Ich krieg gerade die Krise. Es funktioniert nicht, es fällt dauernd aus. Ich krieg die Krise, absolut. Hast du das? Ich werde die Kamera für heute in der Ecke stellen gleich. Hab keinen Bock. Oh, ich krieg die Krise, echt, ey. Also wenn es jetzt nochmal ausfällt, steckst du in der Ecke und das war's. Nur mal so als Ansage. Dann zeig ich mal jetzt schon Tschüss auf den Mittag. Also tschüss, bis morgen, wir sehen uns. Dann, bis dann, ciao. Ne, ich hab überhaupt keinen Bock mehr, tut mir leid, ich kann nicht mehr. Also was soll das? Ich meine, die ganze Zeit die Kamera hinterher zu rennen, dass die funktioniert, geht mir auf den Sack, Alter. So, dann wartet. Tschüss. Na, bis dann. Vielleicht mache ich noch ein kleines Video oder Stream oder was weiß ich. Also bis dann, ciao. Na, schauen wir mal, wie lange das jetzt weiterläuft. Also wie gesagt, ich bin ja gewillt, das weiterzumachen. Aber wenn die jetzt noch einmal ausfällt, dann ist vorbei. Ich muss auch arbeiten halt. Kann mir nicht erlauben. An die Ecke. Das ist dann halt so. Kommt da an die Ecke. Kommt da an die Ecke. Jo. Mensch, Polizei fährt hier hin und her, ist ja unglaublich. So viel Lärm. Jetzt Ventil wieder drin. Hinterer Tausch, Umwerfer, Zugtausch. Okay, geht los. Wenn man auf sein Rad nicht hört, dann sieht das so aus. Jetzt. Knack. Den schraube ich jetzt ab. Dennis? Wo ist die Knarre? Krieg den Kurbelarm nicht ab sonst. Mach ich jetzt. Gut, was soll ich machen? Okay. Leider Gottes ist mein gutes Werkzeug weg. Ich könnte richtig kotzen gerade. Weil das brauche ich tatsächlich. Also das ist ein Werkzeug, das braucht man. Man kann das nicht ersetzen durch ein anderes Werkzeug. Ja, das ist ein Werkzeug speziell für spezielle Schrauben. Und nun ist es weg. Nun muss ich 90 Euro ausgeben, um diese verfickte Dings. Ich brauche es ja. Das waren teure Ketten.
scheiß verfickter Kettenwechsel, Kettenspann am Hollandrad. Also so ein Dreck, ey. Und dann sagt sie 12 Euro, gibt sie. Ja, ich dachte, ich könnte richtig. 15er Minimum. Dennis da 2 Stunden dran geschraubt hat an dem Ding, ja, ey, und dann noch, gut, dass er ein Werkzeug verbummelt, dafür kann die Kunde nicht, aber. Und dann sagt er so, 12 Euro, ne? Ne, 15. Denken ja immer alle, das ist so easy im Fahrradladen, ja, ah, ja, die verdienen sich ja dumm und dämlich und, ah, ja, von wegen. Das ist doch nicht geschenkte Geld. Da ist ja nur nicht so, dass jeder herkommt und sagt, hier, bitte, bitte, nehmt mal, nehmt. Da stehst halt auch 12, 13, 14, 15 Stunden am Tag in so einem Geschäft. Hast dauernd dreckige Pfoten, hast Stress, weil hoch und runter rennen, rein und raus. Also zumindest hier in diesem Laden, weil das ja alles so ein Ein-Mann-Betrieb ist. Hast nebenbei noch deine Bekanntschaften, die du so pflegst, Straßenbekanntschaften, Nachbarschaftsdienste. Hier ein Bolzenschneider, da ein Bolzenschneider. Ist ja nur eine Frage nach dem Bolzenschneider. Aber es dauert. Eine Frage hier, eine Frage da und hier nochmal rennen und da nochmal laufen. Ich bin heute bestimmt schon 10 bis 20 Mal, 15 bis 20 Mal eher gelaufen für irgendwas. Wenn du das dann summierst, wenn sich das dann summiert und hast gesucht, irgendein Teil, ein bisschen wieder hoch und dann ist immer so eine Minute weg. So, dann bist du bei 15 bis 20 Minuten am Tag, die dir für nebenbei, die man hätte sparen können. In der Zeit kann man einen Auftrag machen. Das reicht ja nicht, müssen mehr sein. Manchmal auch länger, manchmal bist du dann am Beratungsgespräch machen. Draußen Reparatur, wie und was. Dauert manchmal länger als die Reparatur. Ja, so ist es. Das lass mal bitte komplett drin, das Gespräch, ja. Das bitte nicht schneiden, weil wie gesagt, heute wird geschnitten von wem anders. Zumindest erstmal. Ei, ei. Gucken wir mal, dass er nicht wegkommt. Zum Feierabend, also ich wünsche euch einen schönen, ja, also schönen, brav, tschüss, bis Physik. Scheiß drauf, war bis irgendwann. Geht weiter. Geht weiter wie immer. Also bis dann, ciao. Und alle Pflichten nebenbei. Ich muss auch anfangen. Alle Pflichten nebenbei, alle so, ja, ja, also wenn man das immer mal, aber was denn immer und so, der ist schon frech. Wir haben überhaupt keine Ahnung, kommt von was Physik woher. Und labern da mit, einfach nur, weil sie alle ein Bier in der Hand haben. Irgendwie. Lauern sie sich gegenseitig die Taschen voll, wie geil die sind oder was? Aber was soll denn das? Nee, so nicht. Also bis morgen. Ciao.